Videocontent bedarf sehr, sehr viel Engagement und auch Professionalität. Und nach dem Intro erklären wir dir, wie eBakery das Ganze stemmt. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich habe heute Marcel Giese zu Gast. Marcel Giese ist Mitarbeiter von eBakery, aber auch Projektleiter von Produktplatzierung. Und ich habe Marcel letztes Jahr kennengelernt. Seit diesem Jahr arbeitet er auch bei uns und er betreut uns komplett im ganzen YouTube-Universum. Es ist mega aufwendig und wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und wie hat das Ganze gestartet? Ja, wir haben uns kennengelernt im Grunde genommen durch Facebook. Ich hatte eine Anzeige aufgegeben in der Frankfurt Jobgruppe und dann hatte ich einige Antworten bekommen, aber eBakery war am überzeugendsten und hat direkt geantwortet. Das ging relativ schnell und dann hatten wir auch direkt den ersten Videodreh. Das Video können wir gerne hier oben verlinken, den ersten Videodreh hier, ja, vor, ich glaube, ja, 6 Monaten ungefähr. Und Bisschen länger her. Ja, ein bisschen, ja. Ja. Also das war auf jeden Fall für mich auch eine neue Herausforderung. Vorher habe ich das semi-professionell gemacht mit Handyvideos. Aber da habe ich schon gemerkt, da ist eine starke Nachfrage. Es geht ja letztendlich immer um den Inhalt. Das Video kann so schön wie möglich sein. Man kann 10 Kameras haben, beste Belichtung. Wenn der Inhalt nicht da ist, dann ist das Video auch für die Katz. Aber trotz alledem ist es wichtig, dass man ein vernünftiges Equipment hat und eine vernünftige Betreuung da hat. Und wir zusammen, gemeinsam, haben das YouTube-Universum Tag für Tag besser kennengelernt. Es ist wirklich, als ob man eine Beziehung hat und man lernt seinen Partner von Tag zu Tag besser kennen. Und was waren deine ersten Learnings gewesen? Also die ersten Learnings waren erstmal E-Commerce intern. Das heißt, man hat eben sich rangetastet, welche Keywords funktionieren beispielsweise. Darüber hinaus, also du hast es ja auch schon in deinen Videos angesprochen, also man sollte eben darauf achten, wie ist der Titel, wie ist die Beschreibung, welche Texte kommen da rein, und das ist dann eben immer branchenunterschiedlich und dementsprechend muss man sich da eben auf den E-Commerce-Bereich einlassen. Das waren so die ersten Learnings. Darüber hinaus Standardeinstellung von den Kameras, von den Mikrofonen und so. Klar, so Kleinigkeiten lernt man auch da dazu, aber so die größten Learnings waren wirklich innerhalb des E-Commerce eben das SEO-technisch, SEO-relevant umzusetzen. Also meine größten Learnings, oder besser gesagt meine größten Erfolge, die ich hatte, waren, wir haben Videos produziert und dann kamen wir relativ schnell auf einer guten Positionierung bei YouTube wie auch bei Google. Also wenn ihr beispielsweise, ihr könnt es mal testen über euren Mobilgerät, iPhone, Android, wie auch immer, gebt mal Hood-Schnittstelle ein oder Real-Schnittstelle, da stehen wir ganz oben und damit haben wir die organischen Suchergebnisse ein bisschen angepasst für uns, sage ich mal so. Das heißt, Videos werden super gut positioniert von Google und wir stehen mit sehr, sehr vielen Keywords ganz weit oben und das ist wirklich eine harte Arbeit, Leute. Also wir versuchen uns wirklich jeden Tag zu toppen von eBakery. Wir haben ein super geiles SEO-Team. Ihr könnt beispielsweise eBay SEO eingeben. Da sind wir, glaube ich, noch auf dem ersten Platz. Ich hoffe, eBay SEO, dann weitere Keywords, wo wir ganz weit oben sind. Aber das ist ein Zusammenspiel von Video, von normalem Content und auch von einer Strategie dahinter. Und der Marcel und auch wir als eBakery unterstützen ja auch mittlerweile Online-Händler im gesamten SEO-Universum. Das heißt, wir begleiten Online-Händler bei den Produktvideos, bei der YouTube-Begleitung, bei dem Content. Und wir konnten da wirklich super geile Erfolge erzielen in kürzester Zeit, dadurch, dass wir das halt auch selber, also ich finde es sowieso wichtig, dass eine Agentur selber SEO betreibt, bevor sie es verkaufen. Wir selber betreiben es, wir selber machen Videos. Ja, wir verkaufen nichts, was wir nicht selber machen, weil es halt wichtig ist, eigene Learnings zu haben. Bevor ich angefangen habe mit dem E-Commerce, das heißt aktiv Agenturgeschäft geführt habe, habe ich beim Online-Händler, besser gesagt, habe ich bei einer Firma gearbeitet, die haben mich dann in den Online-Handel einfach reingeschoben und habe da meine ersten Learnings und war da direkt Feuer und Flamme gewesen. Aber ich kenne dann halt auch die andere Seite des Universums. Und ich denke, das ist das, was uns so ein bisschen ausmacht, oder? Auf jeden Fall. Also SEO ist eben immer relevanter oder wird immer relevanter. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sowohl wichtig ist,
auf die kameratechnische Seite eben darauf zu achten. Also man sollte sich heutzutage schon so von Handyvideos abheben. Natürlich ist eben der Inhalt super wichtig, aber wir würden eben das Komplettpaket übernehmen. Also wie gesagt, wir haben das Equipment, wir filmen jetzt auch mit 3 Kameras. Ihr seht hier eben die Mikrofone. Das ist eben alles so dieses Wissen, was man sich nach und nach aneignen muss. Dementsprechend, das ist eben auf der einen Seite wichtig, aber wie ich eben schon gesagt habe, SEO-technisch in seinem Bereich zu wissen, welche Keywords kommen an und dahingehend auch die Videos zu gestalten. Das heißt, man sollte sich eben vorher schon die Gedanken machen, worüber will ich reden, was ist aber auch relevant. Also es bringt ja auch nichts, dann Content zu kreieren, den keiner sehen will. Deswegen sollte man eben im Vorfeld so eine Recherche machen, dahingehend eben den Content entwickeln. Und ja, mit uns hat man dann eben den Vorteil, man spart sich eben Zeit. Wir machen uns dann eben die Gedanken darüber. Wenn es eben im E-Commerce-Bereich vonstatten gehen soll, haben wir eben schon das Background-Wissen. Dementsprechend ja, spart man sich Zeit und wir übernehmen eben alles. Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Unterstützung braucht im gesamten Bereich SEO, YouTube und SEA auch, wendet euch an die Bakery. Wir können euch dabei unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Link in der Beschreibung. Einfach raufklicken und dann bis zum nächsten Mal.